Am 14. Juli 1683 erschien ein osmanisches Heer unter dem Befehl des Großveziers Kara Mustafa Pascha vor den Toren Wiens. Mit seiner Ankunft begann eine Belagerung von gewaltigem Ausmaß, die durch brutale Minenkriege, unerwartete Wendungen und einen apokalyptischen Sturm von tatarischen Reitern, die das Umland verwüsteten, gekennzeichnet war. Die Belagerung endete mit der Schlacht am Kahlenberg, in der die berühmten Flügelhusaren Polen-Litauens unter dem polnischen König Johann III. Sobieski die Osmanen in einem spektakulären Kavallerieangriff niederritten. Die Belagerung von Wien und die Schlacht am Kahlenberg werden bis heute von Historikern kontrovers diskutiert. Sie gelten als Wendepunkt in der Expansion der Osmanen nach Westen. In diesem Video betrachten wir, wie dieser spektakuläre Kampf in der aktuellen Literatur dargestellt wird. Als der osmanische Großwesir Köprülü Fasil Ahmet Pascha 1676 starb, herrschte Frieden zwischen den Osmanen und den Österreichern. Ihr letzter Konflikt, der osmanisch-österreichische Krieg von 1663 bis 1664, war im Frieden von Eisenburg beendet worden. Köprülü war mit den Bedingungen dieses Vertrags zufrieden gewesen und hatte den Frieden gewahrt. Aber als er starb, wurde der fanatisch anti-österreichische Kara Mustafa Pascha Großwesir. Und als im Jahr 1682 der Friedensvertrag verlängert werden sollte, scheiterten die Verhandlungen. Das bemerkte natürlich auch der andere westliche Rivale der Habsburger, Frankreich. Die Franzosen bestärkten die osmanischen Bestrebungen. Damit wuchs der Druck auf Österreich, das sich seit 1678 bereits mit einem Aufstand des protestantischen Adels in Ungarn auseinandersetzen musste, den die katholischen Habsburger unterdrückt hatten. Der Anführer des Aufstandes, Emmerich Tökerli, erlangte rasch die Kontrolle über das Hochland von Oberungarn. Die Osmanen wussten diese Entwicklung durchaus zu schätzen und im Jahr 1682 wurde aus der osmanisch-ungarischen Freundschaft ein vollwertiges Bündnis. Bald wurde deutlich, dass die Osmanen einen weiteren Krieg gegen Österreich vorbereiteten. Die Überraschung war nicht allzu groß, als sie am 2. Januar 1683 den Habsburgern offiziell den Krieg erklärten. Trotz der Vorbereitungen, die sie bereits getroffen hatten, dauerte es laut dem Historiker und Belagerungsexperten Christopher Duffy sehr lange, bis die Osmanen in der Grenzregion ankamen. Erst im Frühsommer beendeten sie ihren langen Marsch und konnten sich endlich darauf vorbereiten, in habsburgisches Gebiet einzudringen. Das gab den Verteidigern die Zeit, sich vorzubereiten und Unterstützung zu suchen. Nach langwierigen Verhandlungen und einer Reihe von Intrigen unterzeichnete der polnische König Johann Sobieski, der zuvor ein Bündnis mit den Franzosen erwogen hatte, am 31. März 1683 ein Verteidigungsabkommen mit dem Heiligen Römischen Reich. Als die osmanische Armee Belgrad erreichte, ernannte Sultan Mehmed IV. Kara Mustafa zum Seraska, das heißt zum Befehlshaber der Armee. Dann tauschte der Sultan die Rüstung des Kriegers gegen das Jagdkleid und verließ seine Truppen. Gemäß dem Historiker Klaus-Peter Matschke behielt der neue Seraska seine weiteren Pläne zuerst für sich. Erst als die Osmanen am 25. Juni Stuhl-Weißenburg erreichten, informierte er seine Kommandeure über seine weiteren Absichten. Sie waren entsetzt, als Kara Mustafa ihnen eröffnete, dass er direkt nach Wien vorstoßen wollte, anstatt zuerst die Grenzfestungen zu erobern. Aber dieser gewagte Plan überraschte nicht nur seine Kommandeure, sondern auch die Verteidiger des Reiches. Der Befehlshaber der habsburgischen Feldarmee, Herzog Karl V. von Lothringen, hatte nur etwa 33.000 Mann zur Verfügung. Er versuchte zunächst, die Osmanen abzulenken, indem er die Festung Neuhäusel belagerte. Aber das scheiterte und kostete ihn wertvolle Zeit. Dann eilte er nach Raab, das vom erfahrenen Festungsbauer und Chef des Ingenieurwesens, Georg Rimpler, als Zentrum der Verteidigungslinie gegen die Osmanen aufgebaut worden war.
Trotz aller Vorbereitungen gelang es den Tataren in osmanischen Diensten, am 1. Juli 15 Kilometer oberhalb der Stadt den Fluss Raab zu überqueren. Karl fürchtete nun, umgangen zu werden, und zog sich in Richtung Wien zurück. In der Nähe des Ortes Petronell trafen die schnell vorrückenden Tataren auf die Nachhut von Karls Armee. Diese schaffte es nach einem Moment der Verwirrung, die Angreifer zurückzudrängen. In den folgenden Monaten plünderten und verwüsteten die Tataren die Region. Dieser apokalyptische Sturm, wie ihn der Historiker Eckehard Eickhoff nennt, hinterließ eine Schneise von brennenden Dörfern und Klöstern, deren Bewohner vergewaltigt, verschleppt und getötet wurden. Kara Mustafa befand sich derweil immer noch in Raab. Laut Christopher Duffy hatte er plötzlich begonnen, an seiner Entscheidung zu zweifeln und einen Boten zu Sultan Mehmed IV. Geschickt, um ihn nachträglich um Erlaubnis für den Angriff auf Wien zu bitten. Dadurch ergab sich eine weitere 7-tägige Verzögerung, die für die Bewohner Wiens lebenswichtig war. Sie hatten ihre Lage erst nach dem Gefecht bei Petronell wirklich begriffen und konnten die Vorbereitungszeit deshalb gut brauchen. Nach 7 Tagen hatte Kara Mustafa immer noch keine Antwort vom Sultan erhalten. Deshalb ließ er 12.000 Mann zurück, um die Belagerung Raabs aufrechtzuerhalten, und marschierte mit dem Rest seiner Armee Richtung Wien. Während die Osmanen näher rückten, organisierte Kaiser Leopold I. die Verteidigung der Stadt. Er ernannte Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg zum Stadtkommandanten und verließ die Stadt am 7. Juli. Etwa 80.000 Stadtbewohner folgten ihm. 1683 war nicht das erste Mal, dass ein osmanisches Heer vor den Toren Wiens stand. Rund 150 Jahre vorher, 1529, hatten die Türken die Stadt schon einmal belagert. Nun, vor der zweiten Wiener Türkenbelagerung, war es die Aufgabe des berühmten Festungsbauers Georg Rimpler, die ohnehin schon beeindruckenden Verteidigungsanlagen der Stadt auf die bevorstehende Belagerung vorzubereiten. Laut dem Historiker Andrew Wheatcroft war Rimpler genau der richtige Mann dafür, weil er die türkische Kriegführung schon während der Belagerung von Kandia kennengelernt hatte, die von 1648 bis 1669, also 21 Jahre, gedauert hatte. Daher wusste Rimpler auch, dass die größte Bedrohung von den türkischen Mineuren ausgehen würde. Er nahm außerdem richtig an, dass es wegen der Flüsse Donau und Wien fast unmöglich war, sich der Stadt von Norden oder Osten zu nähern. Daher konzentrierte Rimpler seine Bemühungen auf die südwestliche und südliche Seite der Stadt. Die Stadt Wien war im Bastionärsystem angelegt worden und hatte dicke und relativ niedrige Mauern, die darauf ausgelegt waren, starkem Artilleriebeschuss lange standzuhalten. Die Bastionen bzw. Basteien und Außenwerke der Stadt waren so angeordnet, dass es keine toten Winkel gab und jeder mögliche Annäherungsweg mit Musketen und Artilleriefeuer abgedeckt werden konnte. Rimpler befahl zusätzlich, die Brüstungen der bestehenden Verteidigungsanlagen mit Schießscharten zu versehen, um geschützte Artilleriestellungen zu schaffen, und ließ seine Soldaten, unterstützt von der Wiener Bevölkerung, Schanzen und Palisaden auf den Bastionen und Ravelins errichten. Auf der äußeren Seite des Grabens verstärkten die Wiener den gedeckten Weg durch zusätzliche Befestigungen und Schulterwehren. Dabei handelte es sich um zusätzliche Mauern und Palisaden, die den gedeckten Weg in Abschnitte unterteilt und so Schäden durch feindlichen Artilleriebeschuss und seitliches Streichfeuer verringern sollten. Vor dem Hauptwall wurde ein vorgelagerter Niederwall, eine sogenannte Fosbre, errichtet, und im Graben selbst bauten die Arbeiter ein Netzwerk aus Kaponieren, das jeweils von den Ravelins zu den Flanken der angrenzenden Bastionen reichte. Von diesen geschützten Stellungen aus konnte der ganze Graben beschossen werden. Jung und alt arbeiteten bis zur letzten Minute fieberhaft an den Verteidigungsanlagen. Bis zum letzten Moment wurden Lebensmittel und Pulver in die Stadt gebracht, während Menschenmassen aus dem Umland Zuflucht hinter den sicheren Mauern suchten. Rimpler versah Wien mit einem undurchdringlichen Verteidigungsring aus Stahl, Stein und Erde.
Am 14. Juli kamen Kara Mustafa und seine Männer schließlich vor den Toren Wiens an. Die Größe seines Heeres ist bis heute umstritten. Ekkehard Eickhoff schätzt, dass er etwa 150.000 Mann mitbrachte, aber die Schätzungen reichen von 110.000 bis 200.000 Mann. Etwa 20.000 davon waren Janitscharen, die Elite-Infanterie der osmanischen Armee. Dieser gewaltigen Armee trat eine Garnison entgegen, die für eine Stadt der Größe Wiens relativ klein war. Der Kommandant der Verteidigung, Ernst Rüdiger von Starhemberg, hatte nur etwa 10.000 reguläre Soldaten und eine unerfahrene Miliz zur Verfügung. Die Osmanen waren den Verteidigern zahlenmäßig also etwa 10:1 überlegen. An dem Tag, an dem die Osmanen Wien erreichten, informierte ein Bote den polnischen König Johann Sobieski über die bedrohliche Lage. Sobieski begann umgehend ein Heer aufzustellen und plante noch vor Ende Juli loszumarschieren und am 20. August mit 50.000 Mann Wien zu erreichen. Die Osmanen schlugen ihr Lager westlich von Wien auf. Am 15. Juli schickte der Großwesir einen Boten in die Stadt. Er verlangte, dass die Wiener kapitulierten, zum Islam konvertierten und Tribut an das Osmanische Reich zahlten. Starhemberg weigerte sich und die osmanischen Geschütze eröffneten das Feuer. Die Osmanen hatten deutlich weniger Artillerie zur Verfügung als die Verteidiger, was für eine Belagerung höchst ungewöhnlich war. Dazu kam, wie Christopher Duffy ausführt, dass die meisten ihrer Geschütze von mittlerem oder kleinem Kaliber waren. Schwere Belagerungskanonen hatten sie keine. Umso größer war die Herausforderung, die die dicken Wälle Wiens für die Osmanen darstellten. Wie bei den meisten Belagerungen dieser Zeit mussten sich die Osmanen langsam zu den Wällen der Stadt vorarbeiten, indem sie ein Netzwerk aus Gräben aushoben. Sehr zu ihrer Freude konnten sie sich einen großen Teil dieser gefährlichen und anstrengenden Arbeit sparen. Die Verteidiger hatten nämlich die Wiener Außenbezirke niedergebrannt, aber nicht völlig zerstört. Unter dem Schutz dieser Ruinen konnten die Angreifer nun weit vorrücken, ohne graben zu müssen. Bereits am 16. Juli war Wien vollständig eingeschlossen. Damit war die Wiener Garnison isoliert und konnte nicht mehr mit dem Feldheer, den Verbündeten und dem Kaiser kommunizieren. Die Lösung für dieses Problem waren tapfere Boten, die entweder nachts über die Donau schwammen oder sich durch die feindlichen Linien schlichen. Dank dieser Boten konnte die Kommunikation einigermaßen fließend aufrechterhalten werden. Aber nicht alle diese Geheimmissionen waren erfolgreich. Viele wagemutige Kuriere wurden von den Osmanen erwischt und verhört. Das war zum Beispiel bei einem Boten der Fall, der am 18. Juli zum Lager der Feldarmee unterwegs war. Er wurde so lange gefoltert, bis er Kara Mustafa sagte, wie viele Männer die Stadt verteidigten. Ausgehend von den Ruinen der Außenbezirke konzentrierten die Osmanen ihren Angriff und ihre Gräben auf drei Stellen: die Löwelbastei, den Burgravelin und die Burgbastei. Das Graben ging rasch voran und in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli richteten die Angreifer ihre erste vorgeschobene Batterie ein. Parallel zu den Erdarbeiten an der Oberfläche gruben die osmanischen Mineure unterirdische Stollen. Und am 24. Juli explodierten die ersten beiden Minen auf der Außenseite des Grabens gegenüber der Löwel- und Burgbastei. In der Folge postierten die Wiener in jedem Keller einen Mann, der auf Grab- und Klopfgeräusche achtete, um zukünftige Minenangriffe frühzeitig zu erkennen. Zusätzlich dazu gruben sie auch selbst Minenstollen, aber sie hatten weniger und unerfahrene Mineure. Am 25. Juli beschädigten osmanische Minen die Palisaden gegenüber der Löwel- und Burgbastei. Unmittelbar darauf stürmten die Osmanen vor und die Verteidiger starteten einen Gegenangriff. Es gelang ihnen, die Angreifer zurückzudrängen, aber Georg Rimplers linker Arm wurde dabei zerschmettert. Er wurde in die Stadt zurückgebracht, aber sein Zustand verschlechterte sich so sehr, dass er am 3. August starb. Wien hatte seinen besten Ingenieur verloren.
Die Wiener versuchten weiterhin, die osmanischen Schützengräben zu unterminieren. Am 26. Juli explodierte ihre erste Mine unter den Feldbefestigungen der Osmanen, aber sie richtete keinen großen Schaden an. Die osmanischen Mineure waren wesentlich erfolgreicher. In den folgenden Tagen beschädigten sie wiederholt Teile der Palisaden und des gedeckten Weges. Am 30. Juli, nach einer Explosion in der Nähe der Burgbastei, starteten die Janitscharen einen Sturmangriff. Die Wiener konnten ihn nicht aufhalten und waren gezwungen, ihre Schützengräben aufzugeben und sich zum gedeckten Weg zurückzuziehen. Deshalb konnten die Osmanen bis zu den Palisaden vor dem Ravelin vorrücken. Sie stellten eine Batterie aus 30 Kanonen vor der Löwelbastei auf und zerstörten in kürzester Zeit den Kavalier, eine erhöhte Artillerieplattform der Bastion. Die Wiener mussten hilflos zuschauen. In der Zwischenzeit war der Kaiser in Passau eingetroffen, von wo aus er unermüdlich Unterstützung organisierte. Dieses Unterfangen war sehr teuer, weshalb er finanzielle Unterstützung brauchte. Den größten Teil steuerte Papst Innozenz XI. Bei, der mit allen Mitteln verhindern wollte, dass die Muslime weiter nach Westen vordrangen. Zusätzliches Geld wurde vom Reichstag gesprochen. Schon bald zahlten sich die Bemühungen aus. Die ersten Truppen trafen am 23. Juli aus Bayern ein. Weitere Verstärkungen waren auf dem Anmarsch und Leopold I. wurde informiert, dass auch Sobieski seine Männer sammelte. Das Feldheer unter Karl von Lothringen hatte in Jedlesee, nördlich von Wien, Stellung bezogen, lieferte sich ständig Scharmützel mit den Tataren und versuchte strategisch wichtige Orte zu sichern. Karl konnte die Osmanen jedoch nicht daran hindern, mehrere Städte und Festungen in der Umgebung von Wien einzunehmen. Im osmanischen Lager geriet Kara Mustafa derweil unter Druck. Er hatte endlich eine Antwort von Sultan Mehmed erhalten, der fassungslos über die Entscheidung des Großwesirs war, Wien direkt anzugreifen. Die Situation in Wien wurde immer angespannter. Am 27. Juli mobilisierten die Verteidiger alle wehrfähigen Männer, die noch nicht im Dienst waren, und begannen die Preise für Güter des Grundbedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittel und Medikamente, zu fixieren. Auch die Leichen, die sich in der Stadt anhäuften, wurden zu einem Problem. Deshalb wurde genau festgelegt, wie diese beseitigt werden sollten. Auch auf der anderen Seite der Mauer gingen die Vorräte zur Neige. Niemand hatte erwartet, dass die Belagerung so lange dauern würde, und bis Ende Monat hatten die Osmanen alle mitgebrachten Lebensmittel verzehrt. Sie mussten nun Nachschub aus dem fernen Ofen heranschaffen, das Teil des modernen Budapest ist, weil die Tataren auf ihren Raubzügen große Teile des Umlands verwüstet hatten und sie sich deshalb dort nichts mehr holen konnten. Obwohl es immer schwieriger wurde, die osmanischen Linien zu durchdringen, schaffte es hin und wieder einer der tapferen Boten. Aber wegen des großen Risikos wollten es die meisten gar nicht mehr versuchen. Die, die sich trotzdem noch bereit erklärten, verlangten eine immense Belohnung von bis zu 200 Dukaten, was etwa 80.000 bis 120.000 Euro entspricht. Unter diesen wenigen Mutigen war ein Mann, der in Wien bis heute bekannt ist. Der polnische Adlige Georg Franz Kolschicki verkleidete sich als Türke und schlich so aus der Stadt. Als er am 17. August zurückkehrte, brachte er die erleichternde Botschaft, dass sich ein Entsatzheer von fast 70.000 Mann in der Nähe der Stadt sammelte. Der Legende nach benutzte Kolschicki seine Belohnung, um mit den Kaffeebohnen, die die Osmanen zurückgelassen hatten, das erste Kaffeehaus in Wien zu eröffnen. Diese Geschichte ist aber heute sehr umstritten. In der Zwischenzeit war der Druck der Osmanen weiter gewachsen und am 3. August hatten sie einen großen Teil des gedeckten Weges erobert. Den Verteidigern blieb nichts anderes übrig, als die Palisaden vor dem Ravelin aufzugeben. Nun begannen die Osmanen, Abstiege in den Graben zu bauen. Damit begann die zweite Phase der Belagerung, der Kampf um den Graben. Die Osmanen drangen durch zwei Tunnel in den Graben ein und begannen sich Richtung Ravelin vorzuarbeiten. Während sie sich langsam vorangruben, beschossen die Verteidiger sie aus Rimplers tiefliegenden Kaponieren.
Von dieser sicheren Stellung aus hielten sie ein tödliches Sperrfeuer aufrecht. Zusätzlich bauten sie aus der Erde, die die Minen aufgeworfen hatten, eine Reihe kleiner Verteidigungsstellungen. Obwohl es ihnen gelang, den Tunnel der Osmanen, der näher an der Burgbastei lag, zum Einsturz zu bringen und dabei 30 Osmanen zu begraben, kamen die Belagerer immer näher. Am 8. August, bei einem weiteren Sturmangriff der Janitscharen, erreichten die ersten Osmanen die Stadtmauer. In den darauffolgenden Tagen explodierten mehrere Minen unter den Bastionen und unter dem Ravelin, der dabei schwer beschädigt wurde. Nur im letzten Moment gelang es den Verteidigern, die entstandene Bresche zu verschließen. Dann versuchten sie, den Spieß umzudrehen und führten eine Reihe von Ausfällen gegen die osmanischen Tunnel und Gräben durch. Aber keiner davon war erfolgreich und viele Verteidiger ließen dabei ihr Leben. Während die Kämpfe in den Gräben tobten, brach in der Stadt die Ruhr aus, eine extrem schmerzhafte Durchfallkrankheit. Viele Stadtbewohner wurden krank und verstarben, so auch Ernst Rüdiger von Starhemberg. Er überlebte zwar, aber es dauerte fast 10 Tage, bis er sich so weit erholt hatte, dass er das Kommando wieder übernehmen konnte. Als er wieder auf den Beinen war, hatte sich die Situation so weit zugespitzt, dass er alle Männer, die noch nicht an der Verteidigung beteiligt waren, einberufen musste. Auch die, die nicht wehrfähig waren, also die Alten, die ganz Jungen und die Schwachen. Die Osmanen machten derweil weitere Fortschritte. Obwohl 3 ihrer Minen von den Wienern zerstört worden waren, waren sie bis zum 15. August bis zur Mitte des Grabens vorgedrungen. Nun machten die Wiener einen weiteren Ausfall, um den osmanischen Vormarsch endlich zu stoppen. Diesmal hatten sie mehr Erfolg. Sie stürmten aus ihren Stellungen, töteten die meisten Osmanen, denen sie in den Gräben begegneten, und zerstörten dann Gräben, Tunnel, Schanzen und alle Minen, die sie finden konnten. Die Osmanen brauchten 12 Tage, um sich von diesem schweren Rückschlag zu erholen und ihre Stellungen zurückzuerobern. In dieser Zeit machte keine Seite nennenswerte Fortschritte, obwohl es zu mehreren blutigen Begegnungen kam. Die Osmanen platzierten weitere Minen und rannten wiederholt gegen die Stellungen der Verteidiger an. Diese versuchten ihrerseits, die Angreifer durch Ausfälle weiter zurückzuschlagen. Beide Seiten erlitten bei diesem Hin und Her schwere Verluste. Das traf die zahlenmäßig unterlegenen Verteidiger viel schwerer als die riesige osmanische Armee. Als in der letzten Augustwoche starke Regenfälle einsetzten, wurde die Belagerung zur Schlammschlacht. Starhemberg mobilisierte alle Kräfte und ließ hinter der Stadtmauer eine zweite Verteidigungslinie errichten, die von der Burgbastei bis zur Löwelbastei reichte. Der Kommandant fürchtete um die Stadtmauern. Während die Verteidiger Wiens ihre letzten Kräfte mobilisierten, wartete der Kaiser auf weitere Verstärkung, die aber nur schleppend eintraf. Karl V. von Lothringen und sein Heer verließen Jedlesee am 24. August und marschierten in Richtung des vereinbarten Treffpunkts bei Tulln. Aber die wichtigste Unterstützung hatte Verspätung. König Johann Sobieski verließ Krakau erst am 14. August, 2 Wochen später als versprochen. Am 1. September schaffte es ein Bote in die Stadt. Er brachte Nachricht, dass das Entsatzheer bald eintreffen würde. Umgehend wurde er mit einem verzweifelten Hilferuf zum Kaiser zurückgeschickt. Die Verteidiger waren am Ende. Die andauernde Bombardierung der Stadt forderte einen hohen Tribut und die Vorräte waren aufgebraucht. Während die Osmanen trotz allem kleine Mengen an Lebensmitteln beschaffen konnten, wurde der Hunger in der Stadt zu einem echten Problem. Die Wiener schafften es zwar bei 2 Ausfällen vom Schottentor aus, 22 Ochsen und 2 Pferde in die Stadt zu bringen, aber das linderte das Problem nur für den Moment und war langfristig für die vielen Menschen in der Stadt nichts als ein Tropfen auf den heißen Stein. Um dem herannahenden Entsatzheer die verzweifelte Lage zu signalisieren, schossen die Wiener jede Nacht vom Turm des Stephansdoms Raketen ab. Starhemberg trieb alle, die noch eine Schaufel halten konnten, an,
die zweite Verteidigungslinie für den schlimmsten Fall fertigzustellen. Die ausgezehrten Stadtbewohner bauten um ihr Leben. Die Osmanen kamen immer näher, obwohl die Verteidiger immer wieder versuchten, sie mit Ausfällen zurückzuwerfen. Schließlich befahl Starhemberg seinen Männern, die Reste des Ravelins, die Caponieren und die Contrescarpe, also die äußere Seite des Grabens, aufzugeben. Am 3. September umschlossen die osmanischen Schützengräben den Ravelin fast ganz und ihre Minenstollen reichten teilweise 2 bis 3 Meter unter die Mauern. Deshalb mussten sich die Wiener nun auf die Verteidigung der Cortine konzentrieren, also des Mauerstücks zwischen den beiden Bastionen. Während die Osmanen ihre Gräben nun mit Brettern, Baumstämmen und Sandsäcken überdachten, wurden sie von den Wienern unablässig mit Handgranaten aus Ton und Glas beworfen. Die Mineure und Pioniere der beiden Seiten begegneten sich jetzt häufiger in den Stollen, die nun praktisch ein unterirdisches Netzwerk bildeten. Wenn es zu einer solchen Begegnung kam, sei es zufällig oder absichtlich, weil die eine Seite die Minen und Stollen des anderen zerstören wollte, kam es oft zu blutigen Auseinandersetzungen. Mit Nahkampfwaffen, zusammengepfercht in den engen und schlammigen, dunklen Stollen, in denen sie oft kaum aufrecht stehen konnten, rangen die Männer erbittert um ihr Leben. Die Befehlshaber des Entsatzheeres, Karl von Lothringen und Johann Sobieski, trafen sich am 31. August weit vor ihren Armeen in Oberhollabronn, um sich zu beraten. Ekkehard Eickhoff zufolge war es etwas überraschend, wie gut die beiden miteinander auskamen, wenn man bedenkt, dass sie sich beide 2-mal als Rivalen zur Wahl zum polnischen König hatten aufstellen lassen. Karl V. überließ dem polnischen König das Oberkommando ohne große Diskussionen. 5 Tage später trafen sich ihre Armeen und weitere Truppen aus Bayern, Sachsen und verschiedenen anderen deutschen Ländern bei Tulln. Christopher Duffy schätzt die Gesamtzahl dieser Streitmacht auf etwa 68.000 Mann. Anfang September detonierte die erste Mine unter der Cortine und schlug eine breite Bresche in die Mauer. Zum Glück für die Verteidiger fielen viele Trümmer in Richtung Graben, was den folgenden osmanischen Angriff ausbremste und den Bewohnern der Stadt genügend Zeit verschaffte, um die Lücke mit starken Palisaden abzuriegeln. Nur kurz darauf riss eine weitere Mine einen großen Teil der Burgbastei ein. Danach schafften es die ersten Janitscharen, die Bastion zu ersteigen, aber der Aufstieg war zu steil für einen Angriff im großen Stil und nach 2 Stunden hatten sie keine andere Möglichkeit, als dem Druck der Verteidiger nachzugeben und sich zurückzuziehen. Die Wiener verbarrikadierten auch diese Bresche sofort mit Sandsäcken und spanischen Reitern, das heißt tragbaren Barrieren mit Stacheln, und verschlossen sie dann im Schutz der Nacht vollständig. Die Belastung der andauernden Kämpfe setzte beiden Seiten schwer zu. Die Osmanen waren unzufrieden, weil Kara Mustafa ihren Sold reduzierte und die Anführer der Tataren waren beleidigt, weil er sie schlecht behandelte. Christopher Duffy betont, dass die Janitscharen besonders unzufrieden waren, weil die Belagerung so lange dauerte, die gebräuchliche Maximaldauer war bei den Osmanen 40 Tage, und weil sie befürchteten, der Großwesir könnte mit der Stadt eine Kapitulation aushandeln, die sie um ihr Recht auf Plünderung bringen würde. Innerhalb der Stadt sah es noch schlechter aus. Wien wurde von kaum mehr als 4000 wehrfähigen Männern gehalten. Die Artilleristen weigerten sich, ihre Posten einzunehmen, wenn ihr Sold nicht erhöht würde, und Starhemberg musste die Stadtbewohner mit dem Tod bedrohen, damit sie ihre Arbeit machten. Aber noch war nicht alle Hoffnung verloren, denn das Entsatzheer rückte täglich näher. Damit wuchs auch der Druck auf Kara Mustafa, der sich seiner Situation bewusst wurde, als ein Wiener Verräter ihm mitteilte, wie nahe das Entsatzheer schon war. Am 7. September hatte er keine andere Wahl mehr, als sich auf das Eintreffen des heranmarschierenden Heeres vorzubereiten. Er hielt einen Kriegsrat ab, um die bevorstehende Schlacht zu planen und überprüfte, von wo sich Sobieski und Karl von Lothringen der Stadt nähern könnten. Am nächsten Tag eroberten die Osmanen die Fosbre und bereiteten 5 riesige Minen unter den Stadtmauern vor. Die Ladungen waren bereits platziert und die Zündschnüre gelegt, als endlich das Entsatzheer
auf der Höhe des Kahnbergs erschien. Das Entsatzheer überquerte die Donau über eine Schiffsbrücke in der Nähe von Wien. Dann ließ es seinen Versorgungszug zurück und marschierte durch den Wiener Wald, wie es der Schlachtplan, den Karl von Lothringen ausgearbeitet hatte, vorsah. Der Weg durch dieses unwegsame Gelände war beschwerlich. Die Männer kamen nur langsam voran und konnten nur wenige Geschütze mitnehmen. Auch die Versorgung war äußerst schwierig, so dass die Männer 2 Tage ohne Proviant marschieren mussten. Aber abgesehen davon verlief alles glatt, was besonders dem Umstand zu verdanken war, dass es auf dem Kahlenberg keine osmanischen Befestigungen gab. Am 11. September erreichten die Marschierenden endlich den Gipfel des Kahlenbergs und bezogen ihr Nachtlager, bereits in Schlachtordnung. An diesem Abend erhielt Karl von Lothringen eine Nachricht von Starhemberg. Darin hieß es: »Sie dürfen keine Zeit verlieren, mein Herr, keine Zeit!« Kara Mustafa ließ 10.000 bis 15.000 Mann in den Gräben zurück und befahl dem Rest seiner Armee, sich am Fuß des Kahlenbergs aufzustellen. Als die Sonne über Wien aufging, marschierte das Entsatzheer den Hügel hinunter, immer die Schlachtordnung haltend. Auf der linken Flanke befand sich die kaiserliche Feldarmee unter dem Kommando von Karl von Lothringen. Das Zentrum bildeten Truppen aus Sachsen, Bayern, Franken, Schwaben und anderen deutschen Ländern. Die Polen, angeführt von ihrem König, bildeten die rechte Flanke. Dieses Heer stand etwa 80.000 osmanischen Soldaten gegenüber, die ähnlich aufgestellt waren. Kara Mustafa und die Osmanen bildeten das Zentrum, die Vasallen aus Moldawien und der Walachei die rechte Flanke und die Tataren die linke Flanke. Der linke Flügel des vorrückenden Entsatzheers kam als erstes mit den Osmanen in Kontakt. In einem erbitterten Kampf schlugen die Kaiserlichen bei Nussdorf eine Abteilung Janitscharen zurück. Dann kämpfte sich das ganze Heer über 6 Stunden langsam, aber stetig den Hügel hinunter und drängte die Osmanen zurück. Als Karl V. und seine Männer unmittelbar vor dem osmanischen Lager standen, hielten sie inne, um das Zentrum und die Polen auf der rechten Flanke aufholen zu lassen, die eine längere Strecke zurücklegen mussten. Sobieski, der auf dem Kahlenberg gewartet hatte, um das Geschehen zu beobachten, schloss sich nun seinen Truppen an. Die Armee verharrte einen Augenblick angespannt, bevor die Männer der linken Flanke plötzlich, noch bevor Karl einen Befehl geben konnte, voranstürmten. Das Zentrum schloss sich dem Angriff fast umgehend an und Johann Sobieski und seine Flügelhusaren setzten ihre Pferde in Bewegung. Über das leicht abfallende Gelände bauten sie ihren Schwung auf, stürmten den Hügel hinunter und fegten dann durch die Reihen der osmanischen Armee, die bereits in Unordnung geraten war. Als die Verteidiger Wiens diesen Erfolg sahen, sammelten sie noch einmal ihre Kräfte und warfen sich in einem letzten Ausfall in die osmanischen Gräben. Der Kampf war entschieden, bevor die Sonne unterging, und das osmanische Heer wandte sich zur Flucht. Auch Kara Mustafa schloss sich seinen Männern an, nachdem er am Auge verletzt worden war. Wien war gerettet. Nach der Schlacht plünderten die Polen das Lager der Besiegten. Sie fanden enorme Schätze. Karl von Lothringen dagegen glaubte noch nicht ganz an den Sieg und ließ seine Männer in Bereitschaft verharren. Niemand verfolgte die Osmanen. Als die Verteidiger sich die Schäden an den Mauern ansahen, fanden sie die 5 vorbereiteten Minen und merkten, wie knapp sie einer Katastrophe entgangen waren. Schon am nächsten Tag eilte der Kaiser in die Stadt, um an der Siegesmesse im Stephansdom teilzunehmen. Erst danach, am 18. September, wurde die Verfolgung der fliehenden Osmanen aufgenommen. In der Zwischenzeit suchte Kara Mustafa einen Sündenbock und ließ den Gouverneur von Ofen hinrichten, dem er vorwarf, er sei als erstes geflohen. Aber Sultan Mehmed kannte die Wahrheit. Als der Großwesir am 25. Dezember in Belgrad eintraf, warteten die Abgesandten des Sultans bereits mit seinem Todesurteil auf ihn.
Kara Mustafa wurde mit einer Seidenschnur erdrosselt.